Moin und willkommen bei FlixFlex. Heute möchte ich euch drei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr euer Design, hier in dem Beispiel ein Dart-Design, gerade im Hintergrund ein wenig verbessern könnt, dass es einfach nicht mehr so leer aussieht. Die erste Möglichkeit ist natürlich der Klassiker, und zwar einen ganz normalen Halftone im Hintergrund. Ich bin selber ein Fan davon, ich finde, es sieht ganz cool aus, aber was ich ganz gerne mache, ist, dass ich den Halftone dann im Hintergrund meistens nicht weiß nehme, sondern in einem etwas dunkleren Grauton, weil dadurch geht er ein bisschen noch unter und ist nicht so krass im Vordergrund. Es füllt trotzdem die Lücken, also es erfüllt seinen Zweck quasi, aber es ist eben nicht so krass dominant. Der zweite Punkt, beziehungsweise die zweite Sache, die man im Hintergrund gut hinzufügen kann, ist der Sunburst. Also ist eine kleine Alternative zum Halftone-Effekt. Auch hier würde ich sagen, können wir das Ganze in einem bisschen dunkleren Grau einfärben, dass es einfach nicht zu sehr ins Auge sticht, weil es eben nicht das Hauptaugenmerk des Designs sein soll. Das wäre die zweite Möglichkeit, da könnt ihr einfach bei Wechsels oder Vecteezy, wo auch immer, schauen, ob ihr da irgendwas Passendes findet und euch da als Vektoren die runterladen. Die letzte Möglichkeit wären einfach kleine Punkte oder Sterne für den Hintergrund. Das ist jedoch da wichtig zu beachten, dass es nicht in jeder Nische passt. Ich persönlich würde jetzt in der Dart-Nische zum Beispiel nicht unbedingt hier mit den Punkten im Hintergrund hantieren, gerade wenn es vielleicht eher die männliche Zielgruppe oder so betrifft. Denke ich, dass man da einfach ein bisschen gucken muss, okay, was passt zur Nische, was passt nicht und dementsprechend handeln. Aber so vielleicht schon mal drei Möglichkeiten, die euch weiterhelfen, euer Design zu verbessern. Ansonsten hoffe ich, dass euch es gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao, ciao.